Also Herr Griesche, Sie sind jetzt seit mehr als 20 Jahren Jugendtrainer beim Berliner TSC bzw. vor dem Zusammenschluss beim Berliner Brauereien. Was bedeutet Ihnen die Arbeit im Ehrenamt? Sehr viel. Ich kann das, was ich selbst erlernt habe, den Kindern weitergeben. Ich habe die Möglichkeit, Kinder von der Straße zu holen. Ja, und es macht mir mega viel Spaß, mit den Kindern zu arbeiten. Ne? Was hat sich denn in der langen Zeit, die Sie jetzt schon als Jugendtrainer aktiv sind, geändert? Naja, eigentlich nicht viel. Also Fußball wird immer noch genauso trainiert wie vorher. Also was sich jetzt, glaube ich, bei uns am meisten geändert hat, ist, dass einfach ich nicht mehr alleine bin für eine Mannschaft, sondern wir tatsächlich mehrere Trainer in mehreren Teams sind. In einem Team beispielsweise für mehrere Kinder zuständig und man ist dadurch natürlich viel flexibler in seiner Zeit und man kann in kleineren Gruppen trainieren, was natürlich die Kinder auch in der Ausbildung viel weiterbringt. Welchen Stellenwert hat denn der Fußball generell in Ihrem Leben? Tatsächlich einen recht hohen. Also meine Freundin sagt tatsächlich immer, ja, Fußball ist nicht nur mein Nebenjob, sondern ist eigentlich fast schon mein Hauptjob, obwohl ich davon eigentlich am wenigsten profitiere. Eigentlich muss man schon sagen, ich liebe den Fußball, glaube ich. Also das ist mir schon sehr wichtig. Welche besonderen Momente in Ihrer Trainerlaufbahn werden Sie denn wahrscheinlich nie vergessen? Das ist eine schwierige Frage. Es gibt tatsächlich so viele Momente, ich sag mal, beispielsweise ein Trainingslager mit einer B-Jugend, ja, total chaotisch, aber dennoch total toll, weil die Jungs dann mitgezogen haben am Ende und am Anfang war es schwieriger, aber genau, ich glaube so die Trainingslager mit den Kindern an sich, die waren immer besondere Highlights oder auch Feriencamps hier auf dem Platz. Das ist schon einfach immer noch was Besonderes. Sie sind ja jetzt eigentlich nur als Trainer beim Berliner TSC bzw. bei den Berliner Brauereien aktiv gewesen. Haben Sie denn jemals über einen Wechsel nachgedacht? Tatsächlich hatte ich mal kurzzeitig ein Angebot bekommen von einem, ich sage mal, von einem höherklassigeren Verein. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich bin seit ewig in diesem Verein und die Kinder und auch die Menschen, die hier arbeiten, die tagtäglich mitmachen, sind mir so ans Herz gewachsen, dieser Verein an sich, sodass ich das, ja, konnte ich das auch nicht über mich bringen. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist der Zeitaufwand, den ich hier schon investiere, relativ hoch. Und ich weiß, bei einem sogenannten Leistungsverein wäre der wahrscheinlich noch viel höher. Und ja, deswegen habe ich das dann auch relativ schnell abgehakt. Was sind Ihrer Meinung nach denn Ihre größten Erfolge als Trainer gewesen? Ja, mein größter Erfolg ist eigentlich, dass ich Linton Meiner zum Beispiel einen Tag mal trainiert habe, weil das Training vom anderen Verein ausgefallen ist und heute spielt er in der Bundesliga. Ja. Ich habe mehrere Spieler, die mittlerweile beim Stützpunkt sind, sogar jetzt in der Auswahl, in der Landesauswahl und auch zwei, drei Spieler, wo der Kontakt jetzt nicht mehr so groß ist, aber die tatsächlich auch schon bei mittlerweile im A-Jugendalter sind, die schon auch Bundesliga spielen in der A-Jugend. Und das ist eigentlich auch das, wofür ich letzten Endes trainiere, dass ich den Kindern die Möglichkeit geben kann. Aber nicht nur natürlich die, die da oben spielen, sondern natürlich auch denen, die ganz unten spielen wollen, können, dürfen. Wie schaffen Sie es eigentlich, Ihre Familie, den Hauptberuf und den Fußball unter einen Hut zu bringen? Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Also das klappt natürlich nur mit einer Freundin, die einen da unterstützt. Ich habe zwei Kinder und eine Frau. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, alles miteinander zu vereinbaren. Der Job an sich nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Aber ja, ich mache das jetzt zweimal die Woche, am Wochenende eventuell auch ein-, zweimal. Wenn man sich das gut einteilt, direkt nach dem Job hierher kommt zum Platz, dann funktioniert das schon. Wie gesagt, es funktioniert aber letzten Endes auch nur, da meine Freundin mich da unterstützt und dann dementsprechend auch einspringt im Familienleben. Zum Abschluss noch, warum sollte man denn Ihrer Meinung nach, wenn man den Fußball liebt oder Fußballliebhaber ist, Trainer werden? Ja, ich glaube, weil man da den Kindern oder auch den Erwachsenen, je nachdem, wem man trainiert, halt viel mitgeben kann, weil man seine Leidenschaft weitergeben kann. Und ich glaube, gerade im Kinder- und Jugendfußball sehe ich das immer wieder,
die Kleinen, die kommen mit einer Begeisterung hierher und das macht mega Spaß, die dabei zu sehen und sie auch dabei zu fördern. Dann Daniel Grieche, Jugendleiter beim TSC, vielen Dank fürs Interview. Danke, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.